Was geht ab, Freunde? Und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr dabei seid. Wir quatschen heute mal ein bisschen über die aktuelle Trainersituation. Nach der Regular Season ist immer der gefürchtete Black Monday. Hier müssen die Coaches und General Manager der Teams, die nicht in die Playoffs gekommen sind, immer ein bisschen um ihren Job bangen, wenn es natürlich nicht so gut lief. Als erster Coach, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, warum der gegangen ist, ist Tennessee Titans Head Coach Mike Vrabel. Hat eigentlich gute, konstante Leistung gebracht seit 2018, hat aber allerdings dieses Jahr und letztes Jahr die Playoffs verpasst. Der Coach hat außerdem bei den New England Patriots als Linebacker gespielt und hat da sogar dreimal den Super Bowl gewonnen. Außerdem ist er ein sehr gefragter Coach in der NFL, was bedeutet, dass er auf jeden Fall schnell wieder an den Job in einem anderen Team kommen wird. Vielleicht, man weiß es nicht, kehrt er zu seinem alten Team zurück. Da gibt es natürlich einen Haufen Gerüchte. Und was uns natürlich direkt zu den New England Patriots führt, und zwar zum Head Coach Bill Belichick. Ja, bei Bill Belichick gehen die Gerüchte in alle Richtungen. Viele sagen, er geht weg von den New England Patriots. Viele haben gesagt, er bleibt auf jeden Fall. Und die lassen da auch nichts durchsickern. Also am Montag hat er eine Pressekonferenz gegeben. Da hat er gesagt, dass er da bleiben will. Er wäre aber auch flexibel, ein paar Posten aufzugeben, wie zum Beispiel sein Managerposten. Ja, der gute Mann ist jetzt mittlerweile 71 Jahre alt, aber anscheinend hat er noch Bock, weiter zu coachen und will auf jeden Fall noch im Geschäft bleiben. Meine Meinung ist, dass er auf jeden Fall da bleibt. Ob er als Coach da bleibt oder als Berater, Manager etc., ist natürlich die Frage, aber ich denke, dass er auf jeden Fall bei den Patriots noch vorerst bleiben wird. Ja, als nächster Coach, der leider seinen Posten räumen musste, kommt natürlich Washington Commanders Head Coach Ron Rivera in Frage. Sein einziges Highlight in seiner Karriere bei den Commanders war 2020, als er mit 7-9 Bilanz die NFC East gewonnen hat. Danach hat er keine erfolgreiche Saison gespielt. Es wurde aber jetzt eigentlich auch schon erwartet nach dieser Saison und natürlich auch von den neuen Eigentümern wurde das auch erwartet. Die neuen Owner von den Commanders wollen hier natürlich einen Neuanfang schaffen und da kommt es jetzt natürlich sehr gelegen, erstmal den Head Coach rauszuschmeißen, ne? Als nächster Coach, der leider gehen musste, kommt natürlich Atlanta Falcons Coach Arthur Smith. Head Coach Smith ging leider jedes Jahr in der Bilanz von 7-10, seit er da ist. Er hat quasi so ein kleines Wiederaufbauprojekt bekommen und hat es offensichtlich nicht geschafft, hier das Team auf neue Wege zu leiten. Letztes Mal waren die Falcons in den Playoffs 2017. Seitdem, die 6 Seasons danach, in denen Arthur Smith Coach war, haben sie dieses Ziel leider nicht mehr erreicht. Und dementsprechend hat es niemanden eigentlich gewundert, dass auch er jetzt seinen Posten räumen muss. Die Carolina Panthers haben am Montag auch ihren General Manager Scott Fitterer entlassen. Ja, der Head Coach wurde bereits entlassen in Woche 11. Head Coach Frank Reich wurde. Oder Frank Reich wurde in Woche 11 entlassen mit einer Bilanz von 1 zu 10. Ja, und die Panthers haben auf jeden Fall jetzt Probleme in der nächsten Saison, weil sie auch letztes Jahr einen richtig brisanten Trade gemacht haben, bei dem sie ihre Erstrunden-Picks, die sie noch hatten, oder den Erstrunden-Pick, den sie hatten, weggetradet haben. Ja, Besitzer David Tepper steht jetzt natürlich vor einer schwierigen Entscheidung. Er hat 2018 das Team gekauft und sucht jetzt nach der Saison 23, 24 seinen siebten Head Coach. Also momentan eine echt schlechte Bilanz bei den Panthers.
Ja, noch eine Nachricht, die vielleicht etwas überraschend kam. Seahawks Head Coach Peter Crowell wird vom Head Coach zum Advisor oder beziehungsweise auf Deutsch zum Berater umgewandelt. Der Mann ist auch schon über 70, aber er sah noch fit. Also ich denke auch, dass er weitermachen wird und wird vielleicht auch noch bei den Seahawks bleiben. Aber anscheinend haben die sich jetzt so darauf geeinigt, dass er seinen Head Coach-Posten aufgeben wird und aber trotzdem als Berater im Team bleibt. Ja, natürlich sind auch noch viele andere Coaches am Black Monday von ihrem Team rausgeschmissen worden. Darunter zum Beispiel Jaguars Defense Coordinator und auch die Giants zum Beispiel haben ihren O-Line-Trainer und ihren Special Teams Coordinator bereits gefeuert. Ja, ich denke, das waren jetzt erstmal die wichtigsten, die auch diese Woche entlassen wurden. Ich denke, in den nächsten Tagen werden noch ein paar Coaches entlassen, aber ich denke, das waren jetzt erstmal die größten Überraschungen. Sollte ich jetzt irgendwas vergessen haben oder fällt euch noch irgendwas Wichtiges ein, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde die auf jeden Fall nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und klickt auf Gefällt mir.